Jesus sagt, mein Herz täuscht nicht, doch ihr habt die Welt gewählt. 8. September 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Nichts von irgendeiner Bedeutung wird in diesem Monat geschehen, außer vielleicht, dass meine Braut umkehrt von ihrem Weg, ihre Gedanken mit falschen Berichten anzufüllen und nur noch mich allein sucht, mit ihrem ganzen Herzen. Das ist es, worauf ich hoffe. All diese anderen Prognosen waren eine Falle, um sie von mir abzulenken. Ich bin müde, ja so müde, sie aus unreinen Brunnen trinken zu sehen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr Herz und ihre Gedanken auf meine Hand und mein Herz fokussiert werden und niemals wieder versuchen würden, jenes Wissen ausfindig zu machen, das ich ihr nicht offenbare. Oh, wie ich mich nach ihrer reinen, fokussierten und aufrichtigen Hingabe und völligen Übergabe ihrer Bedürfnisse in meine Hände sehne. Ich möchte, dass sie in mir ruht und von ihren eigenen Bestrebungen ablässt. Dies belastet mich unendlich. Und wenn irgendetwas erreicht werden kann in diesem Monat, dann ist es, dass sie die fruchtlosen Berechnungen der Welt erkennt und sie ausschließt, um nur noch mir zu folgen mit ihrem ganzen Herzen und mit all ihren Gedanken. Das ist mein Wunsch für diesen Monat. Schaut, ich habe so viele Dinge, die geplant waren, abgefangen und es den Mächten, die sie denken zu sein, verunmöglicht, sie auszuführen. So viele Dinge. Hätte meine Braut auf mich, ja auf mich allein gehört, hätte sie ihre Zeit nicht vergeudet mit diesen Dingen. Vielmehr wäre sie produktiver gewesen für mich. Nicht ich bezogen, sondern auf Gott ausgerichtet. Hört ihr mich, meine Bräute? Oh, ich hoffe, dass ihr mich hört. Folgt jetzt mir. Hört auf, mit der Welt zu flirten. Kehrt in meine reine Umarmung zurück. Lasst euren Egoismus und euer Streben hinter euch. Ich vermisse euch. Ich vermisse den Trost eurer Arme und eures Blickes und eurer Umarmung. Ich vermisse euch. Dies ist eine Zeit, in welcher ich euren Trost brauche. Aber ihr seid jedem Wahrsager nachgejagt. Und jetzt, nachdem euer Streben fruchtlos geblieben ist, werdet ihr mit ganzem Herzen zu mir zurückkehren. Wenn ihr mich auf täglicher Basis in einer vertrauten Art kennt, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber Stolz treibt euch an, tiefer zu graben, um mehr Details zu bekommen, mehr zu wissen, mehr herauszufinden, die Nachrichten zu bekommen, bevor sie in den Nachrichten landen, um informiert zu sein, damit ihr euch und eure Familie retten könnt. Wirklich? Denkt ihr, dass ihr auch nur ein Haar auf eurem Kopf retten könnt? Ganz zu schweigen euch selbst oder eure Familie? Denkt ihr, dass euer Streben nach Wissen, um vorbereitet zu sein, ohne mich, jenen Ausgang für euch bewerkstelligen wird? Wenn ihr so denkt, dann irrt ihr euch gewaltig. Das ist der Grund, warum ich euch immer wieder zu mir zurückgerufen habe. Ich wollte euch vor dem Fehler eurer Wege bewahren, vor den menschlichen Wegen und euch nahe an mein Herz drücken, wo alles friedlich und erbauend ist. Aber nein, ihr habt die lärmigen Schnell- und Nebenstraßen der Weltlichen gesucht. Nun ist es Zeit, euch von eurer eigenen Weisheit und Kraft, von eurem eigenen Streben und Denken wegzuziehen und mich zu umarmen.
Während ihr meinem Herzschlag zuhört, wird euch alles, was ihr über mich und meine Welt wissen müsst, offenbart werden, mit jedem Schlag meines Herzens. Kommt jetzt, lasst uns zusammen rechten. Wenn auch eure Sünden wie Scharlach sind, werde ich sie weiß machen wie Schnee. Meine Bräute, ich rechne damit, dass ihr eure Lektionen aus den vergangenen 2 Monaten gelernt habt. Da gibt es einen Ort und einen Ort allein, der für eure Ohren angemessen ist, und das ist meine Brust, in dem ihr jedem Schlag zuhört. Von diesem Ort aus werde ich euch nähren, informieren, trösten und vorbereiten. Dies ist alles, was ihr braucht. Alles andere ist sinnlos. Einige von euch werden diese Botschaft nicht annehmen und mit ihrem Streben und Herumstressen weitermachen. Ich bin traurig für euch. Ich habe euch den heiligsten Ort im ganzen Universum angeboten und ihr habt stattdessen die Welt gewählt. Andere werden meine Stimme beachten und in ihre Wohnung in meinem Herzen zurückkehren. Von diesem Ort aus werde ich euch führen. Ihr werdet nichts anderes brauchen. Investiert euer ganzes Herz in das Lernen, mich zu hören und zu trösten. Seid die Marias, die den besseren Teil gewählt haben. Während ihr eure Wege in der Welt nach Neuigkeiten zu suchen realisiert und euch von ihnen abwendet, werde ich euch mit einem empfindsamen und empfänglichen Ohr segnen, um der reinen Quelle zuzuhören, dem eigentlichen Schlag meines Herzens.